Nicht zu, du hast immer geübt und du kannst es immer und immer und immer. Und ich habe vorher, da hast du den kleinen Burm gesehen, der zu mir gekommen ist. Ja, ich hab der hat mich an dich erinnert, wie du so groß warst. Du hast dahin sehr früh begonnen. Ja. Und wir haben einen Ausschnitt aus einer deiner ersten Fernsehsendungen. Nein. Als die alten, wie die alten Sungen. Wie die alten Sungen. Wie die alten Sungen. Schauen wir mal, wie der Florian damals ausgeschaut hat. Meine das ist jetzt ein bisschen Sendung. Anders als gestern, aber das passt schon. Ja, mit den lustigen Almdudlern, mit meinem Musiklehrer, dem Christian Vordermeier. Unglaublich. Na schau. Da ist er, da ist er. Was ist? Unglaublich. Die Zeit verfliegt. Der kleine Florian. Wahnsinn. Mein Gott, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Schaut, dass du nicht so klapplim bist. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Ich fühle mich auch so sehr wohl. Wenn ich jetzt, ich habe gerade gesagt, ich habe das, was du mir gelernt hast, wieder verlernt. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, kannst du dieses Lied noch? Das ist 20 Jahre, ist länger fast. Das ist 20 Jahre her. Könntest du das noch spielen jetzt, spontan? Ich glaube schon, ja, ja. Ich, also, ehrlich ich muss noch mal hören, ich weiß gar nicht mehr, aber das würde gehen, klar. Wirklich Ja, das würde gehen. Ich glaube schon. Würdest du das machen? Ja, ich kann es versuchen. Du, eine da ist Mikrofon. Ich kann es versuchen. Häng da das um. Jetzt. Meine Damen und Herren, der Florian hat uns in seinen Festen schon so oft so viel Freude bereitet mit dieser fantastischen Show. Er hat so viele Kolleginnen und Kollegen überrascht, dass es mir eine Freude ist, bin dass es mir gelungen ist, dass ich jetzt den Florian überraschen darf, kann. Du musst das jetzt nicht alleine spielen. Er ist hinausgezogen in die weite Welt. Er lebt zwar noch in Passau, in der Umgebung von Passau, aber wenn man so viel unterwegs ist, kein anderer versteht das so gut als ich, dein Kollege. Er ist unterwegs und er hat nicht mehr den Kontakt zu nach Hause. Kannst du gar nicht, weil du proben bist, weil du deine Sendungen hast, weil du auf Tournee bist. Ich habe einen Mann kennengelernt hier in Passau, der hat von dir in höchsten Tönen gesprochen. Der hat dir das Ziehharmonika, das steirische Harmonikaspielen gelernt. Der hat gesagt, er hat noch nie so ein Talent erlebt und wird es auch nie wieder. Der hat mir Sachen erzählt von dir, da habe ich die Gänsehaut bekommen. Und jetzt sollst du sie haben. Hier sind die. Nein. Meine Damen und Herren, 20 Jahre später, ich hoffe, ihr erinnert euch, kennst du die Burschen? Ein Traum geht in Erfüllung. Servus. Das ist der Mann, dem wir zu verdanken haben, dass der Florian dieses Talent dann zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ist es mir gelungen, oder? Oder? Oder wusstest du was? Nee, ich wusste er wusste es nicht. Wir haben gestern ganz was anderes geprobt. Ich freue mich richtig. Und jetzt steht ihr da. Ich hätte diese Bitte, bitte, baut die Mikrofone auf. Sie sehen, es ist alles live hier. Vielleicht an dieser Stelle ein Riesenapplaus an unser Team, das immer arbeitet, auch wenn sie es nicht sehen. Ich war... Die Zeit das freut mich jetzt, das freut mich. Nein, nein, eins, ich bin rein, begeistert. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das Lied spielen kann, aber das probieren wir jetzt einfach. Wir reißen mir die werden dich schon mitreißen. Steck dein Mikrofon da vorne rein. Jetzt warte mal, live und dann, ist live. Ah. Habt ihr schon ausgemacht, wenn ich getonet habe? Oder? Ein F oder da? Ein F oder da? Jetzt hat der ein F da. Na schade. Wir wollten ein U oder ein W. Jetzt hat der ein F da. Du spielst Einleitung. Der wusste nichts. Der wusste. Klasse. Wie viel Zeit haben wir jetzt für die? Nein, jetzt wird gespielt. 1, 2, 3, 4, oder? Jetzt geht's los. Okay. Also. Live ist live, dann live die Hände nach oben so. Und jetzt packen wir's. Auf geht's. 1, 2, 3, hey! Wo sind die Hände? Jetzt würde ich vorschlagen, jetzt stehen wir mal alle auf in Passau. Die Herzburm, die lustigen Almdudler und der Flori. Unglaublich! Jawohl! Sensationell! Was hast du immer gesagt? Zammzwicker! Thank you.
live im Musikantenstadel.